Hallihallo und herzlich willkommen zum großen What the Nerd Jahresrückblick. Wir dachten, wir orientieren uns mal am Spiegel und machen was über Videospiele. Ich wünschte, ich könnte an dieser Stelle sagen, dass ich jetzt Kevin, Paul und sogar Leon begrüße, aber ich bin gerade vollkommen allein im fliegenden What the Nerd Headquarter. Leute, uns ist ein Malheur passiert, beziehungsweise mir. Die ganze erste Hälfte des Spielejahresrückblicks ist verschütt gegangen und ich kann nicht mal sagen, wieso. Aber unter uns, die zweite Hälfte war eh die bessere. Bevor ich euch jetzt quasi direkt in den gewohnten Podcast-Wahnsinn entlasse, erzähle ich euch, was ihr alles so verpasst habt, damit ihr euch auch schön vorm Bildschirm ärgern könnt. Das war im Januar das nicht herausragende, aber sehr gute Devil May Cry, Antichamber, grandiose Mindfuck-Momente, aber oft auch nicht so clever, wie es tut. Im Februar Tomb Raider, ein großartiges Actionspiel, das leider mit Tomb Raider nicht ganz so viel zu tun hat. Und natürlich Nora Turner als Lara Croft. Leute, ihr könnt so froh sein, dass ihr die ganzen Till Schweiger-Witze verpasst habt. Metal Gear Rising, Japano-Trash, der einfach nur sauschwer ist. Dead Space 3, sehr stimmungsvoll, aber auch sehr ungruselig und gerade zum Ende hin extrem nervtötend und eigentlich nur eine große Enttäuschung. Im März Slender The Arrival, so gruselig, dass Mirko es nicht einmal durchgespielt hat. Bioshock Infinite, Kevin und mein Spiel des Jahres. Aber alles, was ihr zu Bioshock Infinite wissen wollt, ist doch eh schon im Bioshock Infinite Mini-Podcast. Im April Don't Starve und God Mode, zwei sehr empfehlenswerte Indie-Titel. Im Mai Call of Juarez, ganz länger. Paul und ich sind große Fans, tolle Erzählweise und sehr viel Blut. Ja. Im Juni französische Science-Fiction mit Remember Me. Scheußliches Kombosystem und sehr, sehr leichte Klettereinlagen, aber dafür großartiges Artwork und ein cooler Twist zum Schluss. Im Juli Castlevania Lords of Shadows, die PC-Portierung. Einfach nur ein sackschwerer God of War-Verschnitt. Und natürlich das Walking Dead Add-on 400 Days, das man nicht gespielt haben muss, aber es tut auch nicht weh, wenn man es trotzdem tut. Das war's im Großen und Ganzen auch schon. Ihr seht, die richtigen Spiele-Hits kommen ja eigentlich erst noch. Ihr habt eigentlich überhaupt nichts verpasst, Leute. Ich kann euch beruhigen und wünsche euch viel Spaß bei den folgenden anderthalb Stunden Mist. Ja, ein schönes Ständchen von dir, Paul. Das war ja fantastisch. Oh, hey, ja, ja, das war wunderschön. Ich veröffentliche das bald als Single. Toll, ein Traum, ein Träumchen. Fantastisch. Damit, welcome back aus unserer 5-Sekunden-Pause. Und damit springen wir vielleicht auch am besten direkt in den August, weil zu 400 Days haben wir uns ja gut genug ausgelassen quasi. Und ja, genau. Im August steht bei mir hier auf der Liste Blacklist. Das habe ich nur auf der Gamescom angespielt. Sah aber eigentlich ganz cool aus, vor allem, weil mich der Multiplayer eigentlich auch reizen würde, weil die Idee dahinter finde ich ganz cool. Aber vielleicht mal für ein bisschen billiger Geld kann man es vielleicht mal mitnehmen, so vom Grabbeltisch. Also der Versus oder der Multiplayer? Also der Koop oder gegeneinander? Gegeneinander. Ach so. Der Merch versus Spice. Nee, den finde ich einfach nur richtig creepy. Also als ich den mit Leon zusammengespielt habe, habe ich mich nur permanent erschrocken. Egal in welcher Rolle. Das ist mir zu gruselig, den spiele ich nicht mehr. Splinter Cell Blacklist, das beste Horrorspiel des Jahres. Ja, es also ist ich so, muss ganz ehrlich zugeben, im Versus taucht auch zwischendurch immer wieder der Slenderman auf und erschreckt dich. Und das ist halt auch immer ein bisschen blöd. Aber ja, sonst ganz gut. Also ganz ehrlich, der Versus, wenn man den 1 gegen 1 spielt, das hat schon einen Gruselfaktor, weil man als Söldner halt ein sehr eingeschränktes Sichtfeld hat. Ich meinte aber auch in der Spion. Rolle des Spions, ja. Ja. Aber vielleicht erstmal von Anfang an. Blacklist. Ja, damals als Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und Tom Schlatter, der die beiden mit einer grün leuchtenden Lampe auf dem Kopf ermordete. Hat, ja. Und dann ging die richtige Evolution los.
Alles klar. Das kann man dann natürlich auch in Proteus alles nachspielen. Und am Ende von Proteus setzt ja dann quasi auch direkt Splinter Cell Blacklist an. Ja, also im Prinzip der unauffällige Nachfolger. Genau, Sam Fisher läuft gegen einen Baum. Und es macht Gong. Ein Gong-Geräusch. Das nervt auch ein bisschen, dass immer, wenn du irgendwo im Spiel aneckst, alle Leute direkt wissen, wo du bist, weil immer ein Gong-Geräusch ertönt, wenn du irgendwas berührst. Das ist ein bisschen nervig, aber nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Ja. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an die Story erinnern, aber ich bin sicher, Leon, der die Zwischensequenzen auch wirklich gesehen hat, kann sie nochmal zusammenfassen. Also im Prinzip geht es wieder darum, Amerika muss die Welt retten. Also das ist eigentlich immer das Kernelement von Tom Clancy, dass irgendjemand in Amerika die Welt oder Amerika retten muss. Eins von beidem. Es muss auf jeden Fall ein Amerikaner sein. So. Habt ihr es eigentlich mitgekriegt? Tom Clancy ist tot. Echt jetzt? Ja. Er ist dieses Jahr gestorben. Ja, letztes Jahr, Entschuldigung. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ja, der ist tot. Und sein letztes Werk war, was war das nochmal? War das nicht Paranoia? Sein letztes Werk ist doch jetzt Jack Ryan Shadow Recruit. Mit Chris Pine. Als oh Gott. Shadow Recruit. Das wäre viel lustiger, wenn sie Chris Pine jetzt im letzten Moment noch durch hier. Wie heißt der Original-Kirk nochmal? Ach, William Shatner. Genau, William Shatner ersetzen würden. Das wäre automatisch der beste Film aller Zeiten. Sehr schön. Auf jeden Fall, Terroristenkonflikt, die Terroristen wollen. Eigentlich ein sehr aktuelles Thema, dass die US Army... Terrorismus, ja. Ja, das auch. Das ist ein aktuelles Thema gewesen. Dass die US Army aus Afghanistan und umliegendem Gebiet abziehen soll, Iran, Irak. Und um das Ganze zu bewirken, soll eine Blacklist vonstatten gehen. Das heißt, es werden ganz viele Anschläge auf Amerika geplant, unter anderem auf das Wasserversorgungssystem und ja, unschuldige Menschen werden getötet. Jetzt kommt Sam Fisher ins Spiel, der mittlerweile 68 ist und er muss die Welt retten. 68? Okay. Nein, ach Quatsch, so alt ist er dann auch nun wieder nicht, er ist Mitte 50. Ja, das ist doch schon fast aber, 60. Sieht aber jünger aus als ja, in er sieht Dingsens. Tatsächlich jünger aus als in Conviction. Genau. Aber, er sieht aus wie Indiana Jones in Königreich des Kristallschädels. So ungefähr. Oh, können wir bitte nicht über diesen Film so langsam mal den Mantel des Schweigens hüllen? Das ist sowas, das ignoriert man einfach eigentlich. Okay, das Gameplay... Da kann man vielleicht mal was zu sagen. Mir persönlich hat es nämlich wieder super gefallen. Es war die perfekte Kombination aus smoothen Deckungsshooter und wirklich stealth-basiertem Spielen. Diese 3-Punkte-Kategorien gab es, wo jeder seinen ganz eigenen Spielstil spielen konnte, so wie er wollte. Mit minimalen Unterschieden. Jeder hat so ein bisschen die Route durch das Level gefunden, wo er dachte, das ist okay. Für die einen kam dann am Ende eine Spielzeit von bis zu 15 Stunden raus, für die anderen vielleicht 5, 4, je nachdem, wie leicht es dann letztendlich war. Ich denke mal, Mirko hat 3 gebraucht. Ja, na Mirko, wie hast du denn gespielt? Hast du immer nur geballert oder? Leute, ich habe Panther gespielt. Mhm. Das ist der Mittelweg zwischen Ballern und Schleichen. Das dachte ich mir. Mhm. Hast du auch gleich gespielt? Entschuldigung, dass ich das Spiel... Nee, ich habe das Spiel erst auf normal und dann auf schwierig durchgespielt. Oder habe ich es erst auf schwierig und dann auf realistisch durchgespielt? Keine Ahnung. Ich lasse es mir auf jeden Fall nicht mehr vorwerfen. Seitdem ich Dark Souls durchgespielt habe, lasse ich mir eh nicht mehr vorwerfen. Ich könnte keine Videospiele spielen. Was ist da denn kaputt gegangen? Ja, Leute. Und ich habe mir wieder einen Finger geschnitten jetzt, weil ich so wütend war. Womit? Was hast du alles auf deinem Schreibtisch? Er hat so ein kleines Klappmesser. Eine einzige Schere. Ich dachte schon, das wäre jetzt Papier oder Plastik, woran du dich schneidest. Mirko hat eine Sammlung von Katanas auf dem Schreibtisch rumstehen. Mhm. Mirko hat einfach eine Sammlung Blätter auf seinem Tisch liegen. Oh Gott. Das ist das Problem. Also nein, wir müssen Mirko jetzt als Badass wirken. Ja, und so. Ja, oh, ach, sorry. Ja. Ich sage jetzt nichts mehr, weil ich bemerkt habe, dass ich noch weniger sprechen kann als vorher. Ja, heute geht es sprachlich bergab mit uns allen. Aber was ich eben noch zu Splinter Cell Conviction sagen wollte, ist, dass ich sogar finde, dass es besser funktioniert. Was habe ich gesagt? Conviction. Auf jeden Fall nicht das Richtige. Ja, tut mir leid, Leute. Habe ich Faglist, genau. Splinter Cell.
Was Fag- Faglist, Faglist, ja. Faglist, Faglist. Oh, Assassin's Creed, ja. Black Fag, übrigens. Ich wollte gerade sagen, wo wir Black Fag ausgelassen haben, müssen wir doch zumindest Faglist irgendwie einbringen. Ja, ja toll. Genau, oh, Mann, was Mann. Ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es besser funktioniert als jedes andere Splinter Cell davor. Es ist viel, viel geschmeidiger, schnittiger als, schnittiger, Leute, als das Chaos Theory und was davor kommt. Es ist aber auch nicht so einfach und so stumpf wie Conviction. Es ist wirklich die perfekte Symbiose aus Mainstream Third-Person-Shooter und anspruchsvollem Taktik-Stealth und macht das auf jeden Fall super gut, aber etwas, das ich in Videospielen echt ums Verrecken nicht mehr sehen kann, ist dieses Kack-Afrika-Arabien-Setting in irgendeiner Wüstenstadt, wo du Menschen mit Turbanen erschießen musst. Das finde ich so dreckslangweilig inzwischen. Und die Hälfte des Spiels besteht daraus. Und ich finde, da hätte man vielleicht etwas spannendere Schauplätze wählen können. Wie zum Beispiel in einem Level läuft man durch eine Mall. Und das ist auch ganz cool gemacht. Und davon hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen mehr gebraucht. Das ist nicht so ganz spannend geraten. Und die Story ist behindert wie immer, aber sehr schön. Ja, also ich finde die Storys ja immer interessant. Das ist wirklich, aber du bist ja auch ein großer Tom Clancy-Fan. Du bist auch ein großer Amerika-Fan. Ja, Amerika! Fuck yeah! Aber hier, ich fand, so viele Turbäne hat man dieses Mal gar nicht abgeknallt. Turbäne, Turbane, Turbaniken. Aber Turbanos. Ich fand, das Super war eigentlich relativ dezent gehalten. Es hätte viel schlimmer sein können, weil ich erinnere mich so an den Afghanistan-Level in Conviction und ich habe gedacht, eventuell wird Blacklist jetzt nur noch in Afghanistan spielen. Und nur noch Sams Zeit im Afghanistan-Krieg. Genau, das ist jetzt Splinter Cell Resurrection Commando Recruit. Revelation to the Untold. Requiem the Untold Past Decade Episode. Requiem for a Kill. What the fuck. Obwohl, Leute, ja wirklich der Titel Splinter Cell The Legend of Sam Fisher, ein extrem geiler Titel vielleicht für das nächste Jahr. Oh Gott, The Legacy of Sam Fisher. Ja, genau, aber ich muss dich nur Splinter Cell Anniversary, toll. The Till Schweiger of Sam Fisher. Ja, okay, Leute. Reicht es denn nicht? Reicht es denn nicht, dass er von Nicolas Cage synchronisiert wird? Nicolas Cage, als ich dir das gesagt habe und dann habe ich dir noch gesagt, dass Mr. Krabs hier. Benjamin Blümchen ist. Ja. Und das wenn dir jetzt erst Lambert, Lambert! Nach all den Jahren, oh Mann. Mr. Krabs ist Lambert, Leute. Ja, habe ich dir gesagt, Mr. Krabs ist Lambert. Und das hast du mir zuerst nicht geglaubt und dann hast du mir auch zusätzlich nicht geglaubt, dass in manchen Filmen, wie zum Beispiel in 7, tatsächlich Mr. Krabs auch Morgan Freeman spricht. Im Film 7 spricht Mr. Krabs, aber nicht Morgan Freeman. Ich glaube schon. Tut mir leid, Leon, aber darauf kann ich dir die Hand geben. In 7 hat Morgan Freeman seine Bruce Allmächtig-Synchronstimme. Okay, dann aber in Die Verurteilten. Das habe ich vergessen, denn so toll ist der Film nicht. Aber wir sind ja auch im Videospiel-Podcast. Und auf jeden Fall, Mr. Krabs ist Lambert. Und das ist schon krass genug. Oh my God. Nicolas Cage-Synchronstimme ist übrigens auch Vin Diesel. Ja, und ein Traum. Generell, ich stelle mir gerade so vor, eine Verfilmung von Splinter Cell mit Jack, hier, mit Dings Nicolas Cage. Als Sam Fisher. Als Sam Fisher, hey, das wäre traurig. I'm a From vampire. A to B I'm to a vampire. C. Not the base. Oh Gott. I'm a secret base, agent. Not the base. Okay. Exakt. Fantastisch. Fantastisch. Give me my cake. Aber in the end, Splinter Cell Blacklist, sehr viel Spaß, ein guter Koop und ein guter Multiplayer, den man allerdings, wenn man nicht von Anfang an dabei war, man wird total zerstört von den anderen Mitspielern, von den Veteranen, von den Splinter Cell Veteranen. Ja, aber das ist richtig. Und du vergisst, dass man ja den Multiplayer nur mit Menschen zusammenspielen kann. Die denselben Patch haben wie du. Und es gibt 4 Patches, die man sich manuell herunterladen muss. Ja. Weil Ubisoft es irgendwie verpennt hat, mit genau. Uplay das zu synchronisieren. Ja, weil Uplay auch kacke ist. Uplay ist kacke, boah, das ist richtig.
Alter. Und sie haben es bis heute nicht hinbekommen, diese Patches in Uplay als Service anzubieten. Das heißt, du musst immer noch auf einer externen Seite dir insgesamt 4 GB in Patches runterladen. Und das ist nicht ganz so cool. Ja, aber... Right. Ja, wollen wir so langsam das Thema Faglist mal abschließen und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Spiel, nämlich Payday 2. Ich ärgere mich, dass ich immer noch keinen einzigen Payday-Teil gespielt habe, aber Paul kann da jetzt ein bisschen was zu sagen. Dann würde ich sagen, kauf dir mal den zweiten, der ist nicht besser als der erste und dann können wir den zusammen spielen, weil Payday ja ein Spiel ist, was komplett auf den Koop ausgelegt ist und ich habe den ersten ein bisschen gespielt, den zweiten habe ich relativ viel sogar gespielt, nachdem er rausgekommen ist. Und das Spiel macht halt extrem viel Spaß und funktioniert auch mit Leuten, mit denen man gerade nicht über irgendeine Skype-Konfi oder so verbunden ist, sehr, sehr gut im Koop. Und gerade für Leute, die halt so Filme wie Heat oder so sehr gerne mögen, zu denen ich gehöre, für die ist das das perfekte Spiel. Ja, gut, wie gesagt, ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich es nie so richtig gespielt habe, weil ich stelle es mir schon ganz cool vor. Aber das Argument, das für mich eben immer dagegen sprach, du hast es jetzt ein bisschen relativiert, ist einfach dieses, ich hätte jetzt auf die Schnelle auch niemanden, mit dem ich das spielen könnte. Man müsste eigentlich sich schon in einer Gruppe zusammensetzen und sagen, wir kaufen uns das jetzt alle und dann spielen wir das auch gemeinsam. Und die Möglichkeit fehlte mir noch so ein bisschen. Also es kommt ein bisschen auf die Mission, die du spielst, an. Es gibt einige, die du wunderbar mit Leuten, mit denen du nicht über Sprache kommunizierst, spielen kannst. Es gibt auch einige, wo es einfach absolut nötig ist, dass du mit denen sprichst und nicht nur schreibst. Es ist so, Ist halt wahrscheinlich so ein bisschen wie Left 4 Dead 2, genau. Wo es nicht funktioniert, wenn du wirklich nur über Schrift, also, und es macht natürlich dann auch am meisten Spaß mit Freunden. Genau, ja. Ich erinnere mich an die Montage von den 4 Spielern, die immer wieder versucht haben, die Tasche in den Helikopter zu werfen, was aber nicht funktioniert hat. Mann, schon wieder nicht, aber nächstes Mal. Ja. Denn diese, man muss sich vorstellen, das ist wie eine Tasche in ein Schnapsglas zu werfen, das in 20 Meter Tiefe unter einer Brücke. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich unmöglich. Also, ja, das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Ja. Aber das sind so kleinere Schwächen, die eher selten vorkommen. Und man kann sich seine eigenen Masken, die man während der Heasts trägt, zusammenbasteln, was Spaß macht. Gibt's auch Hüte? Ja, wollte gerade sagen, kann man denn auch die Hüte von Team Fortress synchronisieren? Nee, mit leider nicht. Payday 2? Leute, aber es gibt schöne Masken. Und da hätte ein bisschen bessere Arbeit geleistet werden können. Ja. Ich habe jetzt übrigens meinen ersten Hut in Poker Night 2 freigespielt. Ich bin stolz. Mein erster Hut. Warte mal, Poker Night, ist das von diesem Jahr oder vom letzten? Vom letzten, glaube ich. Ganz sicher. Schade. Sonst gäbe es aber auch nicht so viel zu Poker Night zu sagen. Das glaube ich. Außer, dass es wirklich cool ist. Ja. Dass wir alle wirklich große Poker Night-Fans sind. Ja, weil wir auch... 2013. Weil wir uns auch im What the Nerd Headquarter ganz oft treffen und mal eine besinnliche Runde Texas Hold'em spielen, während wir unseren selbstgebrannten Whisky trinken. Whisky schlürfen. Ja, ich bin ja mehr so der Feuerzangenbowlen-Fan. Der Film ist super nebenbei, aber den können wir erst nächstes Jahr besprechen. Das können wir natürlich erst besprechen, wenn er nächstes Jahr im Jahresrückblicks-Podcast dann. Wenn er nächstes Jahr in IMAX und 3D gerebootet wird mit Tim Schweiger und Matthias Schweighöfer. Nein! Leute, hört auf jetzt! Das finde ich nicht mehr in Ordnung. Nein, aber Poker Night ist tatsächlich auch aus 2013, April, haben wir komplett übersprungen. Da müsste ich echt so sagen, das hätte ich nicht gewusst, ganz ehrlich. Das hätte, nein, auch. Ohne Witz. Da, ich wirklich nicht. Da hätte ich gedacht, das Spiel wäre 2012 oder so. Leute, okay, habt ihr nicht den Schwebebahn-Simulator im April gespielt? Okay. Sagt mir nicht, dass ihr das vergessen habt. Warte. Ganz, ganz kurz zum Poker Night. Ich habe es gespielt und fand es wirklich, wirklich
sehr cool, vor allen Dingen, weil es extrem lustig ist. Gerade mit GLaDOS als Dealerin, als Karten- und Chip-Dealerin und so weiter. Und Claptrap als Gegenspieler. Sehr schön. Und Max. Und ganz vielen anderen. Und Goofy. Es ist lustig. Es ist lustig. Es macht Spaß. Wenn man gerne pokert, dann sollte man das spielen, und damit genug dazu gesagt. Mit Goofy und Max ist jeder Tag Klacks. Mit Till Schweiger. Geht klar. Oh. Für 1 Euro habe ich es mitgenommen beim Steam Winter Sale. Übrigens stand beim letzten Tag der Steam Winter Sale Aktion. Jetzt beim letzten Tag der Sommer Steam Aktion, wo ich mir dachte, okay, wer hat dafür gesorgt, dass da Sommer Aktion steht? So rein vom Wetter und von den Temperaturen kommt das aber ganz gut hin. Ja, doch, gestimmt. Ja. Weil es ist halt auch wettertechnisch voll informiert. Wollen wir vielleicht mal weiter den August besprechen und zu Shelter kommen? Ja, gerne. Vor allem, weil ich irgendwie gerade, mir sagt das Spiel was, aber ich kann irgendwie keine Bilder jetzt gerade in meinem Kopf zusammenfügen. Shelter ist ein Spiel, in dem du eine Dachsmama spielst, die ihre Dachskinder durch die Gegend leiten muss. Das ist ja nett. Es hat einen extrem coolen Artstyle. Ich habe bis jetzt leider nur das erste Level davon quasi gespielt. Und mir wurde, ich weiß nicht, ob das gescriptet ist oder ob man das irgendwie verhindern kann, mir wurde eines von den Kindern von einem riesigen Raubvogel genommen, woraufhin ich mich wie eine schlechte Mutter gefühlt habe, was bisher noch kein Spiel so bei mir hinbekommen hat. Nee, also Shelter ist wirklich ein nettes, kleines Indie-Spiel, was man sich mal angucken kann. Ja, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie sieht's beim Rest aus? Also wie du es gerade so sagst, ich finde, es ist ein sehr interessantes Spielprinzip, weil wenn man sich so überlegt, man hat da so seine, als einziges Spielelement, man muss seine Kinder beschützen und dann auf einmal wird dir eins geklaut, dann kommst du dir total mies vor, weil stell dir mal vor, alle wären weg. Was wäre denn dann, oh mein Gott. Ja, du musst halt auch gucken, dass du denen irgendwie was zu essen gibst, das heißt, du musst irgendwie irgendwelche Sträucher finden, wo du dann Früchte abklopfst, dann musst du gucken, dass du nicht immer nur das gleiche Kind fütterst, weil die anderen sonst verrecken, sondern dass du halt mal genau guckst, okay, wie mache ich das? Was aber gar nicht so einfach ist, weil du dann im Prinzip Strichliste führen musst, okay, der mit der Fellmusterung hat vorhin was bekommen, jetzt muss der eins kriegen und als nächstes kriegt der was. Aber es ist wirklich ein ganz cooles Spiel, das ich auch irgendwann sicher nochmal weiterspielen werde. Jo. Gut, damit kommen wir doch auch dann mal so langsam Richtung Ende des Jahres. September, auch wieder haufenweise Spiele, über die ich nicht reden kann. Wollen wir vielleicht mit dem Blockbuster anfangen? Boah. Brothers A Tale of Two Bloods. Nein. Ja, komm, lass uns das jetzt mal kurz. Leute, da hat gerade jemand im Flur Feuer, Feuer gerufen. Ich glaube, ich gehe mal nachschauen. Weimar, die Stadt der Dichter und Denker. Toll. Verbrennung heute Abend. Ja, Brothers A Tale of Two Dingsens. War es nicht das Spiel mit Till Schweiger? Matthias Schweiger. Toll. Toll, du triffst auch irgendwann in diesem Spiel deine Schwester. Das ist dann Nora, nicht Nora. Nein, nein, das ist Emma Tigerschuh. In dem Spiel, genau. Toll, da ist Emma Tigerschweiger die Schwester von Till Schweiger. Das ist ja auch toll. In GTA 5 kann man zwischen den drei Charakteren wechseln. Oh Gott. Matthias Schweighöfer, Till Schweiger und Daniel Brühl, toll. Ey, Daniel Brühl, das wäre meine erste Wahl. Daniel Brühl ist ja tatsächlich für einen Oscar im Gespräch als bester Hauptdarsteller für seine Performance in Rush. Ach so, oh Gott. Das ist doch toll. Schön. Ja. Ja, GTA 5. Genau. Da müssen wir wahrscheinlich auch wieder alle zu sagen, da können wir auch leider gar nicht so viel drüber sagen. Aber das ist so das müsste man sich doch holen. Also, nee, tut mir leid. Genau das ist es nämlich. Ach, danke. ist einfach so, das hat mich noch nicht gereizt, ich würde es gerne spielen, aber ich warte darauf, dass es für einen Computer kommt. Dito, ich habe keine Konsole und habe das gleiche Problem. Ich habe so Lust, das zu spielen, weil ich GTA total super finde und das total gerne mag.
und halt auch diverse Videos und Let's Plays teilweise auch dazu geguckt habe, was ich sonst eigentlich nicht mache. Genau, ich habe mir halt auch ein Let's Play angeguckt, obwohl ich mir normalerweise keine Let's Plays angucke. Gut. Ich besitze zwar eine PS3, aber ich wollte halt einfach noch warten. So ein Spiel wie GTA ist, ich weiß nicht, ich kann sowas auf der Konsole nicht so richtig genießen. Da bin ich so unruhig. Ich weiß nicht wieso, aber ich sitze dann nicht so gern vorm Fernseher, sondern ich sitze dann lieber vorm Rechner und spiele dann. Ich kann mir das auch absolut nicht erklären, woher das kommt, aber deswegen habe ich es mir noch nicht gekauft. Außerdem wäre es so blöd ins Semester und in eine stressige Phase gefallen und da habe ich mir dann gesagt, nee, lass mal, kannst ja besser warten, dass du dir einfach mal das Spiel dann holst, wenn es für den PC kommt, was es jetzt hoffentlich bald mal tut. Also das ist noch unklar, genauso wie bei Red Dead Redemption, wo sie auch zuerst gesagt haben, na, eventuell, ja, nein. Und dann letztendlich ist es nicht für den PC rausgekommen. Und es ist auch noch unklar, ob es für die Next-Gen-Konsolen erscheinen soll. Echt? Ich glaube, das kommt jetzt demnächst irgendwann. Vielleicht, ich weiß es nicht. Die sind ja, das ist ja alles immer sehr fluktuant. Die Ankündigung, die kam ja auch auf einmal sehr spontan. Aber als sie dann kam, waren sofort Spielszenen dabei. Und ich selber habe mir gedacht, ja, das werd ich mir wohl zulegen. Weil, Und selbst wenn es nicht mehr für den PC kommt, dann kann ich es mir irgendwann immer noch für die PS3 holen und dann ist es sogar auch noch billiger. Vom 20-Euro-Stapel. Ja, genau. Aber das wird noch eine Weile dauern. Also es kostet mittlerweile 65 Euro anstatt 70. Okay, können wir sagen, wenn bis zum Ende des Jahres 2014 GTA 5 nicht für den Computer erscheint, dann dürfen wir davon ausgehen, dass es dann auch nicht mehr kommt. Und dann kann man auch darüber nachdenken, ob man sich das dann noch mal dementsprechend nachkauft. Holt. Ja. Das wäre aber traurig. Ich, also direkt Tag des Releases ging es schon los. In den Freistunden verließ die halbe Schule den Schulhof, um nach in die nächstgrößte Stadt zum Saturn zu fahren und den kompletten Warenbestand von GTA 5 leer zu kaufen. Ja, glaube ich. Aus meiner Stufe verließen 10 Jungs die Pausenhalle und haben insgesamt 700 Euro ausgegeben, um 10 Spiele zu kaufen. Ja, das war sehr eindrucksvoll. Ich selber habe mir dann gedacht, du willst das eigentlich auch haben. Ich habe es mir dann eine Woche später für 50 Euro bei Müller, bei einer Drogerie, bei einem Sonderpreis-Special, alles 20% billiger, gekauft. Wo ich relativ glücklich mit war. Und dann ging es auch los. Ich habe das Spiel angefangen und direkt von der ersten Minute war ich begeistert. Also es ist eine super gut aussehende Spielwelt, selbst für die Konsolen, die jetzt mittlerweile so alt sind, dass sie eigentlich total aus der Zeit raus, aber trotzdem sind die Effekte super. Die Schatten sehen auch toll aus, die Sonnenspiegelungen in den Autos sehen klasse aus, die Geschichte ist super erzählt, es gibt 3 Charaktere, es gibt unglaublich viel zu sehen, wieder versteckte Easter Eggs und Anspielungen, Musik, es gibt so viele Lieder im Radio, es wiederholt sich nichts besonders oft und natürlich sind ganz tolle Lieder, wie zum Beispiel von Rihanna, von Britney Spears dabei, aber auch von Wham und Oha. Aber nicht auch von, schlecht. Aber auch Indie-Lieder von, was weiß ich, Jai Paul oder Waves. Genau. Es gibt einen Hipster-Sender, wo die Ansage immer wieder sagt: Ha, das Radio, wo du dir einreden kannst, du hättest eine neue Musikrichtung entdeckt. Das ist so, so der Pausenspruch von ihm. Und dann sagt der Moderator immer, ja, und wenn ihr das Lied dann zu Ende gehört habt, geht zu eurem nächstbesten Hipster-Freund und zeigt es ihm und sagt ihm ins Gesicht, dass ihr es zuerst gehört habt. Und man muss dann halt... Sehr schön. Immer eigentlich müsste er permanent so Heim und All J und so laufen. Sehr gut. Also es gibt auch den obligatorischen Gangster-Sender, wo Snoop Doggy Dogg und sowas läuft. Also, es ist so unglaublich... Es ist für jeden was dabei. Ja, es fühlt sich in die Spielwelt so unglaublich eingebunden. Und dann mit dem Release von GTA Online, oh mein Gott, die Leute haben
ihren Verstand verloren mit dem GTA-Instagram, wo man Bilder von sich machen kann und dann in dem Live-Invader posten kann, dem GTA-internen Facebook, kann man im Prinzip sein richtiges Leben kündigen, das Haus verkaufen, sich in einen Karton auf die Straße setzen und eine Elektroleitung anzapfen, um dann nur noch GTA 5 zu spielen. Denn das ist im Prinzip alles, was man dann noch braucht. Ja, also ich persönlich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Ich war sehr fasziniert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. An einigen Ecken waren die Story-Missionen schon ziemlich hart, also ziemlich knifflig, ähnlich wie in Max Payne 3. Aber man kann nach 3 Versuchen kann man jeden Abschnitt in einer Mission überspringen, was ich allerdings nie gemacht habe, denn das finde ich dann irgendwo auch echt bescheuert. Das ist so, als würdest du das Spiel auf leicht spielen. Ja. Und, Müssen wir uns ernsthafte Sorgen gerade um Mirko machen? Er ja, kommt irgendwie nicht zurück seit seinem Feuerausbruch da. Wenn er die Konf verlässt, wissen wir, dass der PC brennt und dann spätestens wissen wir, dass es wirklich brennt. Aber oder vielleicht, ja, man weiß es auch nicht so genau. Naja, gut. Ich wünschte, ich könnte so viel mehr zu GTA 5 sagen, aber das ist eben das Problem, dass sie es eben noch nicht released haben für den Computer. Vielleicht noch eine Sache, die man ganz schnell sagen kann. In jedem GTA gibt es ja im Prinzip diesen Protagonisten, der ein großes Ziel verfolgt, was in den GTAs davor irgendwie immer so erfüll die Mission und hol dir die nächste Mission ab, war. In GTA 5 gibt es tatsächlich ein Heist-System, wo man sich mit sehr vielen kleinen Missionen auf eine große Mission einstellen muss, wie zum Beispiel den ersten großen Heist, den Juwelenraub, den man dann auf zwei verschiedenen Wegen durchspielen kann. Es gibt also mehrere große Überfälle im Spiel, die geplant werden. Das ist jetzt nicht so die übelste große Entscheidung, die man da tätigen muss, aber ich finde, das ist mal auffrischend, weil man kommt sich in dem Dreierteam so ein bisschen wie in so einem Gangsterteam vor, so ein à la Ocean, dass man halt einen Überfall plant und wenn es dann am Ende klappt und man 10 Millionen Dollar auf dem Konto hat, dann fühlt sich das richtig cool an. Ende. Ich habe einen Heist gesehen, wo einfach mal original der Film Heat zu sehen war, quasi. Irgendwie mit einem Transporter, der ausgeraubt wird. Und war das da eben das Geräusch von Mirkos Kamera? Ja, das war's. Leute, ich bin wieder da. Oh, was ist passiert? Ah. Ölbrand in der Küche. Wir mussten ein nasses Handtuch drüber werfen. Toll. Es ist so irgendwie. Nee, es ist so, also die Chinesen kannten das nicht so richtig, dass wenn man Wasser in den Ölbrand reinkippt, dass es nur alles viel schlimmer wird. Also darf man wirklich nicht machen. Leute, merkt euch das. Ich gebe euch jetzt diesen Advice. Und legt keinen Löffel in die Mikrowelle. Keine Löffel, keine Gabel, kein Messer. Ja, nee, ist nichts passiert. Aber das Handtuch müssen wir, glaube ich, waschen. Leute. Okay, dann hatten wir jetzt auch Drama im Podcast. Immer noch GTA 5, oder? Ja, Paul meinte gerade was von einem Transporter-Diebstahl. Ein Geldtransporter quasi, so, wo du Papiere draus klaust. Und es ist, dieser Überfall ist wirklich 1:1 bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Heat. Einfach, also hat jemand von euch den Film Heat gesehen? Nope. Ja. Okay, Mirko, dann erinnerst du dich vermutlich daran. Ich glaube, das ist quasi die Anfangsszene, ja. Wo sie den Transporter überfallen und die Papiere da draus stehlen und so weiter und so fort und dann mit einem Krankenwagen flüchten. Ja. Und Robert De Niro, ne? Genau. Also und es ist halt. Man kauft im Prinzip Tiermasken, dann wird die Straße versperrt, in der Mitte steht der Geldtransporter und dann endet das in einem 15-minütigen Schießen. Also 15 Minuten dieser Mission, fast 20, besteht tatsächlich daraus, ich glaube, man rottet tatsächlich die komplette Polizei von der Stadt aus. Weil aber was macht man eh alle 5 Minuten in GTA? Ja. Nein, nee, also abgesehen von der Schießerei ist das wirklich 1:1 Heat. Was ich cool finde. Was man vielleicht dazu noch sagen muss, bis jetzt war ja GTA immer so, dass man sich irgendwelche Waffen und Geld gecheatet hat. Es gibt in GTA 5 tatsächlich nicht mehr die Möglichkeit, so krass zu cheaten.
Und irgendwie hat man sich immer so in San Andreas zum Beispiel gefühlt, man nimmt jetzt eine Panzerfaust und schießt alles ab, was einem entgegenkommt. Wenn man 3 Sterne in GTA 5 hat, dann hat man schon ein riesiges Problem, weil die Polizisten einen so unglaublich schnell töten, dass es gruselig ist. Tatsächlich kann man eine Schwierigkeit einstellen? Man kann keine Schwierigkeit einstellen. Und verdammt, da wäre ich ja raus, Leute. Also. Wenn man bei 4 Sternen von 3 Helikoptern verfolgt wird, dann ist der Spaß auch eigentlich schon vorbei. Deswegen hat das Produktionsteam ja angekündigt, einen sinnvollen Zeitvertreib. Man kann golfen gehen, man kann Darts spielen gehen, man kann Mountainbike fahren gehen, man kann Marathon laufen gehen. Und alles, es gibt das, diese Rampage-Mission mit Trevor, genau. Was der Ersatz dafür ist. Das sind halt alles Sachen, die man sowieso niemals machen würde. Ich habe bis jetzt 2-mal Golf gespielt. Das fühlt sich an wie Mario Golf, um ehrlich zu sein. 1:1. Und ich habe noch nie Darts gespielt. Das wollte ich gerne mal machen. Aber wenn man Tennis spielt und Michael seine Frau bis aufs Letzte beleidigt, wie schlecht sie denn in Tennis ist und immer wieder den Schläger in ihre Richtung wirft, dann macht das Ganze schon Spaß. Aber auch nur, weil man seine Frau erniedrigt. Ja. Ja. Also ich finde Töten befriedigend, Leon beleidigt und erniedrigt Frauen. Und, mit was für Leuten rede ich hier? Mit was für Leuten podcastest du eigentlich, Paul? Hä? Ja. So. Lass es nicht deine Mutter erfahren. Nein. Ich sollte mein Leben nochmal überdenken. Paul soll sofort nach Hause kommen. Nach Hause kommen. Ich habe gehört, sie machen Podcasts über Killerspiele. Und Frauenerniedrigung. Ja. Und Frauenerniedrigung. Über Killerfilme. Also wenn man GTA spielt, muss man sich ja generell auf Rassismus, krasse Gewalt, Nacktheit. Es gibt eine richtig krasse Folterszene, wo man sich aussuchen kann, ob man der Person 4 Backenzähne ziehen will. Die du vor allen Dingen auch nicht überspringen konntest, was dann zu einer großen Kontroverse geführt hat. Ja, aber wenn das genau dein Ding ist, dann ist es doch auch gut. Also dann ist das doch cool. Also wenn du Spaß hast, Leute Water zu boarden, dann Waterboarding hat das was. Hat das was. Ja, krass. Ja, gut. Ja. Also ich finde, wenn man sich GTA kauft, dann muss man auch einen gewissen Intellekt besitzen, um über den Tellerrand hinauszuschauen und den Sinn dahinter zu verstehen, weil im Prinzip die Satire zu erkennen. Ja. Und aus Erfahrung wissen wir ja, dass alle 10-jährigen GTA-Spieler diesen Intellekt wirklich besitzen und nicht sagen, geil, Pussy, schießen, boah, jetzt gehe ich erstmal in die Tittenbar und erschieße alle Nutten und nachher koks ich erstmal in dem Crackhaus und dann fahre ich mit dem Auto in die Brücke. Stimmt, du kannst jetzt kiffen. Ja. Ja, geil, ja, Leute. Du kannst an der Bombe. Mirko, aber komm, das ist nun mal das Problem, wenn die Eltern da nicht aufpassen. Also das kannst du ja niemandem zum Vorwurf machen. Wenn 10-jährige Kinder das spielen, dann liegt es auch an der Erziehung, ganz ehrlich. Aber das sind nun mal Argumente, damit schlagen wir uns schon. Ja, da muss ich jetzt aber sagen, da sollte man mit der Xbox One jetzt eine Ausweiskontrolle durchführen. Ja. Über Kinect, ob die Person, die es spielt, auch gerade wirklich über 18 ist. Überlegt euch mal diese Folterszene, wo 2 FIB-Agenten, bemerkt die Verschleierung der Tatsachen, Trevor im Prinzip erlauben, diesen Mann zu foltern und sagen, ja, wir holen uns mal ein paar Donuts. Also wenn man sich das von außen anguckt, wie krass die das FBI, die NSA, die CIA, die werden alle verhunzt. Ist CIA, wofür soll jetzt FIB stehen? Federal Investigation Bureau. Und worauf spielt es an? Auf die Federal Bureau of Investigations. Ja. FBI. Mirko. Ach so, da wurden 2 Buchstaben vertauscht. Und es gibt auch das Das ist auch schon seit Ewigkeiten so in der GTA-Serie. Ja. Es gibt noch das IAA, was die CIA sein soll. Und die beiden Türme stehen direkt gegenüber. Und immer wenn die CIA irgendjemanden foltert, dann sagt die FIB, ja, wir müssen herausfinden, wen die foltern. Dann klaut man die Person aus dem IAA-Tower und bringt sie rüber in den FIB-Tower und die versichern dann, dass die diese Person ganz human behandeln. Man sieht dann nur im Augenwinkel, wie der Person ein Sack übergestülpt wird und wie sie niedergeschlagen wird. Oh, Michael sagt dann so, hey, was macht ihr mit dem? Und die dann so, ja, der wird jetzt befragt. Und dann fahren die in diesem dicken schwarzen Van weg. Und am Ende bemerkt man, dass im Prinzip niemand von denen gut ist. Und es gibt dann am Ende so eine
Gegenüberstellungssituation, wo sich 10 Fronten gegenseitig eine Pistole an den Kopf halten. Ich denke, das kennt man aus Filmen wie Reservoir Dogs. Oder Shaun of the Dead. Genau, wo das dann so geht. Ey, wenn du ihn erschießt, erschieße ich dich. Und dann erschieße ich dich. Und dann erschießen die anderen euch. Und dann kommt noch ein Helikopter, der auf alle zielt. Und das ist total genial. Helikopter ist also gut. Kaufen. Let's call it a draw. Kaufen. Das kommt entweder auf den nächsten Weihnachtswunschzettel oder in den nächsten Einkaufskorb. Ja. Gut, ich glaube, jetzt haben wir so allmählich das Thema GTA auch erschöpft. Ja, glaube ich auch. Dafür, dass wir eigentlich zum Großteil alle nicht so richtig viel dazu sagen können, weil wir es ja auch nicht so wirklich gespielt haben. Aber es ist auch schon mal ganz schön. Und ja, und dann kommen wir doch zum nächsten Spiel einfach mal. Und das wäre Diablo 3, wo Leon wieder ein bisschen was zu sagen kann. Er möchte da ein bisschen drüber sprechen. Die Konsolenversion, genau. Ja, zuerst war die ja angekündigt, dass die direkt mit der PC-Version erscheinen sollte. Dann hat Blizzard gesagt, sie wollen sich komplett auf die Produktion der PC-Version konzentrieren, um neue Patches zu machen. Dann haben sie wieder gesagt, jetzt wollen wir aber die Konsolenversion machen, weswegen die Weiterentwicklung der PC-Version dann in den Hintergrund gestellt wurde. Und man kann die Konsolenversion jetzt schon ohne Auktionshaus genießen und ohne Online-Zwang. Und modbar ist sie im Prinzip auch, was im Prinzip all das ist, was die Spieler von Diablo 3 wollten von Anfang an. Ich weiß nicht, was das für ein Schachzug war. Ich habe es mir geholt, weil mich dieser Gedanke von kein Auktionshaus gelockt hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht mehr Spaß als die PC-Version. Vielleicht für die Leute, die die kennen, die wissen, dass das ja ein sehr unbefriedigendes Spielgefühl ist, wenn man nicht so viel Glück hat, irgendwas total Verwertbares zu finden, hockt man dann auf seinem Mist rum und ist höchstwahrscheinlich nach 12 Stunden Spielen fertig. Das ist bei der Konsolenversion nicht so. Sie ist motivierend, sie macht Spaß und man kann sie lokal mit 4 Freunden, mit 3 Freunden, wenn man 3 Freunde hat und jeder weiß, Gamer haben keine Freunde. Das heißt, man kann es dann alleine spielen, aber es gibt eine potenzielle Möglichkeit, sich 3 Freunde zu holen, um das dann lokal zu spielen, was auch ziemlich cool ist. Du hast gerade der Aussage widersprochen, dass wir bei What the Nerd alle Freunde sind. Ja, wir mögen uns ja eigentlich auch gar nicht, aber wir machen das einfach nur aufgrund des Games, diese 189. Und ihr zieht da dann halt auch einfach so mit, also ihr seid schon ziemliche Arschlöcher. Das gebe ich gerne zurück, Leute. Ihr seid auch ziemliche Wichser, muss ich schon sagen. Halt doch die Fresse. So wir sind 4 Leute insgesamt. Wir hassen uns alle so sehr. Das heißt, wir könnten ideal zusammen lokal Diablo 3 spielen. Ey. Leute, ich bin jetzt schon ganz angeteased. Boah, können wir bitte aufhören? Ich hätte so Lust, mit euch Diablo 3 zu spielen. Ich hätte so Bock, mit euch auch noch weiter diesen Podcast zu machen. Können wir jetzt zum Ende kommen, ey. Gott. Meine Fresse, ey. Kevin hat keinen Bock auf uns. Ja, okay, es nervt halt mega. Ja. Okay. Okay, wenn es irgendwo mal für ein paar Euro liegt, und ihr wirklich euch das geben wollt, ich weiß gar nicht, wie die Zukunft von Diablo 3 aussieht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber es gibt ja die Möglichkeit, auf der Xbox ständig alle Patches zu löschen, die man auf Spielen drauf hat. Man muss das Spiel dann allerdings offline spielen, von Xbox Live getrennt. Das heißt, man kann den True Spirit of Diablo 3 auf der Konsole für alle Ewigkeiten genießen. Ja. Nice. Geil. Schön. Das war es auch. Ja. Schön. Shadow Warrior. Oh Gott. Habe ich als einziger gespielt. Das ist das Remake von einem Spiel aus den 80er oder 90er Jahren. Mm-hmm. Und ich konnte es da nicht so viel spielen, weil es laggt wie Hölle auf meinem Laptop. Und das macht durchaus Spaß. Man kämpft hauptsächlich mit einem Katana und einem Revolver, zumindest soweit, wie ich es jetzt gespielt habe. Und er kann sehr schön Menschen und Höllenviecher zerschnetzeln. Und nebenbei hat das Spiel auch noch einen sehr, sehr abgedrehten Humor. Ich habe ein Auge in meiner Suppe. Also das Spiel fängt damit an, dass du irgendeinen 80er, 90er Jahressong singend in einem Auto durch die Gegend fährst. Und dein Typ ist ein arrogantes Arschloch, also der Mensch, den du spielst.
Aber ja, das Spiel macht Spaß. Kann man, wenn es ein bisschen günstiger ist, also ich habe es jetzt in einem Steam-Sale gekauft, wenn es noch ein bisschen günstiger wird, kann man das mal spielen. Ja. Nun, ne? Dann fange ich jetzt mal mit Brothers A Tale of Two Sons an. Habe ich mir neulich erst, das war jetzt gerade bei Steam im Angebot, da habe ich mir das mal gekauft. Und das Spiel ist wirklich wunderschön, so rein vom Stil her und so weiter und so fort. Und es hat ganz was Spezielles, nämlich die Steuerung. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Wie die Steuerung in dem Spiel abläuft? Den einen spielst du über den Stick, also so auf der Konsole auf jeden Fall, und den anderen ja, ein Steuerkreuz musst, also oder so. Erstmal muss man einen Controller für das Spiel haben. Und dann spielt man den einen der zwei Brüder, die man als Charaktere hat, mit dem rechten Stick und den anderen mit dem linken Stick. Und das ist gerade am Anfang so der absolute Hirnzerstörer. Das ist wirklich unglaublich. Aber wie gesagt, das Spiel ist sehr, sehr schön. Ich habe es gerade erst angefangen, bin jetzt durch die erste Stadt quasi durch, die es da gibt, und freue mich schon darauf, das weiterzuspielen. Wir machen die Pause. Jetzt noch einmal, es ist auch schon wieder sehr spät am Abend. Wir sitzen hier mit Milch und ein paar Keksen, aber jetzt heißt es für uns nochmal eine kurze Pause. Also bis gleich. Und dann geht's mit Brothers und all den Spielen im September, Oktober, November und Dezember weiter. Also bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss. Du hast immer so einen Blöden, der dir immer diese schöne gemütliche Atmosphäre kaputt macht, ja. Hallo! Ja, und damit herzlich willkommen zurück aus der zweiten kleinen Pause. Wir sprachen eben kurz oder haben es angerissen, das Thema Brothers, A Tale of. Nee, wie heißt es jetzt genau? Ich kann es mir leider nicht merken. What a man! Das heißt, Brothers, A Tale of What a Man! Oh boy. In dem Till Schweiger und Matthias Leute, Schweighöfer. Es ist ausgereizt. Ja. Es ist vollkommen ausgereizt. Nee, ich wollte auch noch eben kurz was zu Brothers sagen, als Paul drüber geschnackt hat, wie man im Norden so sagt. Ja, bei Brothers. Okay, was die Steuerung angeht und so, hat Paul ja schon alles erzählt. Ich fand, dass es sehr oft sehr gewollt emotional war, besonders zum Ende hin. Könnte es sein, dass einer der Charaktere stirbt? Sage ich jetzt mal so, wo Paul auch gerade nicht da ist. Und es gibt zwei Charaktere und es sind beide Söhne, so viel kann man sagen. Und von da an wird das Spiel dann schon sehr weinerlich. Und dann kommt wirklich so eine halbstündige Sequenz mit so trauriger Violinmusik und Blätter, die im Wind wehen. Und dann kommt noch so ein Vogel, der irgendwie den Jungen wegbringt. Und dann musst du deinen Bruder begraben. Obwohl die Begrabungsszene wieder ganz schön war. Aber es ist am Ende schon ein bisschen zu viel. Besonders, weil ich mich vorher nicht so richtig emotional involviert gefühlt habe. Dann hätte das vielleicht für mich funktioniert. Aber so wirkt es einfach nur ein bisschen zu aufgesetzt, traurig, und das Spiel hat mir suggeriert, so, jetzt sei doch bitte die letzte halbe Stunde mal richtig traurig, aber das war es für mich dann nicht so richtig. Trotzdem ist es ein wunderschönes Spiel, auch vom Artdesign her, und die Geschichte an sich und die Inszenierung ist auch toll, und ich hoffe, dass es Menschen gibt, die vielleicht etwas involvierter waren als ich und für die das ein bisschen besser geklappt hat. Und dann ist es wirklich fantastisch. Also es ist auch ziemlich günstig, ich glaube 7 Euro. Und das kann man da auf jeden Fall investieren. Auch wenn es leider nur ein zweistündiger Spielspaß ist. Echt? Ja. So kurz? So kurz. Mhm. Ja, das wollte ich dazu sagen. Gut, schön. Ja. Gut. Dann kann Mirko doch direkt seinen Redefluss einfach beibehalten und über Gone Home sprechen. Oh. Richtig, ja. Paul ist übrigens Kartoffeln kochen. Wollte ich eben kurz nur nochmal zur Erklärung einwerfen, damit. Ja, das wissen wir doch. Ja, ihr wisst es, ich weiß, aber. Ist es jetzt. Ach so, Logo. Hashtag Kartoffelkochen.
Nee, es ist jetzt gerade für Paul, der den Podcast nochmal hört auf YouTube. Und 20 Mal anklickt. Ah, okay. Damit es so aussieht, als hätte. Ja. Gut, damit er jetzt gerade selbst sich ein bisschen zuordnen kann. Gone Home ist ein Indie-Spiel von Developers. Und ja, wird jetzt schon als das beste Independent-Spiel des Jahres betitelt. Was heißt jetzt schon? Das Jahr ist ja um. Ja, richtig. Bei 4Players ist es so knapp am beste Spiel des Jahres überhaupt. Warum liest du denn auch 4Players? Ja, Leute, irgendwie ist es mein Guilty Pleasure. Ich bin immer noch da unterwegs. Also fast hätte Gone Home alle Plaketten von 4Players bekommen und die 4Players-Medaille und den 4Players-Plüschhund, aber leider hat es dann am Ende doch nicht geklappt. Tut mir leid, Gone Home. Diesmal hat es leider nicht geklappt. Hast du denn immerhin den 4Players Blumentopf gekriegt? Nee, es hat nur beste Story bekommen. Oh, schade. Oder beste Immersion. Die beste Immersion hat es bekommen. Tut uns leid, Gone Home. Aber 4Players tut ja dann auch immer so, als müsste der Entwickler jetzt ganz traurig sein, so knapp am 4Players Award vorbeigeschraubt zu sein. Weißt du, alle erwarten so im Prinzip die Live-Übertragung, ne? Und dann alle, du musst dir vorstellen, wie alle bei dem Entwicklerstudio von ihren Bürostühlen aufstehen, blickend auf den Monitor schauen und dann alle, oh Mann! Und dann. Ja. Genau. Alle ihre Rechner aus. Ja, und auf einmal sinkt der Kurs, der Aktienkurs von Gone Home einfach mal um 300 Minuspunkte im DAX. Bam! Auf den Boden runter. Toll. Ja. Schön. So wird's gemacht. Nee, habe ich mir aber auch bei Dead Space 3 dieses Jahr gedacht. Zitat: Schade, Dead Space 3. Im ersten Drittel wäre da vielleicht noch Gold zu holen gewesen. Aber leider hast du es dir mit den anderen zwei Dritteln versaut. Schade. So richtig. Schade, Schokolade. Ja, Mann, das wird nichts. Okay, Gone Home ist ein Spiel, ähnlich wie Dear Esther, in dem du keine Aufgabe hast, außer herumzulaufen und dir Sachen anzugucken. Kleine Notizzettelchen, Briefe, Bücher, die rumliegen, Plakate, die an der Wand hängen. Und wirklich sehr, 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 sehr einfache Rätsel zu lösen. Also, das schafft vielleicht auch ein 5-Jähriger, der noch nie einen PC bedient hat. Das ist alles nicht so schwer. Es geht aber wirklich auch eher um die Geschichte, die dahinter steht. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich auch nur ansatzweise verraten darf, worum es in Gone Home geht, weil es auch sehr mit den Erwartungen des Spielers spielt, weil es sich am Anfang eher als Horrorgeschichte andeutet, aber am Ende etwas wirklich vollkommen anderes ist. Und den Twist möchte ich eigentlich niemandem da draußen nehmen. Andererseits habe ich den Twist auch schon bei whatthenerd.de. Die Seite gibt's gar nicht. Bei whatthenerdblog.blogspot@ auf unserem Blog, du Vogel. web.de gespoilert. Deshalb kann ich es eigentlich auch jetzt sagen, es ist eine Geschichte über ein Coming-out von einem lesbischen Mädchen. Ja. Oh, du Affe. Ja, jetzt brauche ich es mir auch nicht mehr zu kaufen. Jetzt ist da. Ja, aber das ist auch schon nach einer halben Stunde oder so. Kommt es raus und die Geschichte ist wirklich, muss ich sagen, es ist sehr bewegend. Es ist eine der emotionalsten Spielerfahrungen gewesen, die ich dieses Jahr machen durfte. Genau. Und wäre vielleicht sogar mit mein Spiel des Jahres, mit Bioshock Infinite. Aber da das Spiel auch nur so 1,5 Stunden lang ist und 20 Euro kostet, sehr mieses Preis-Leistungs-Verhältnis, das muss man so sagen, ist es auch sehr undankbar zum drüber reden, weil jede einzelne Information, die ich jetzt mehr preisgebe, ist ein fataler Spoiler. Deshalb sage ich lieber nichts mehr darüber. Ja. Gut. Schön. Damit haben wir, glaube ich, auch den September mittlerweile abgeschlossen. Und dann dürfen wir eigentlich auch direkt zu dem Oktober kommen. Und ich weiß nicht, womit wollen wir denn beginnen? Was ist denn alles in der Liste? Zum einen Stanley Parable, Batman Arkham Origins, Enslaved, Outlast und Amnesia. Und deswegen, dann fangen wir doch einmal mit The Stanley Parable an. Ja, dann erzähl du doch gleich am besten was davon. Genau, ich habe es mir jetzt auch im Steam Winter Sale gekauft und wusste oder habe diesen Hype hier so ein bisschen mitgekriegt, der darum gemacht wurde in Form von, was all die Magazine gesagt haben und was du so gesagt hast und so weiter. Und habe es dann gespielt. Und es ist so schwierig, das in Worte zu fassen, weil es ist eine ganz interessante Spielerfahrung.
Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich die Interpretation dahinter, diese Story-Auflösung dann so super toll finden soll. Aber um selber einfach mal zu schauen, was mache ich in einem Spiel eigentlich und wie bin ich? Aber da finde ich so bezeichnend, was du mal erzählt hast, irgendwie, als du das erste Mal an diese Tür kommst, wo du nach links oder rechts gehst, die Stimme sagt dir nach links und du bist automatisch nach rechts gegangen und deine Schwester, die das gespielt hat, ist automatisch nach links gegangen, finde ich schon so sehr bezeichnend. Und man kann gar nicht so gut über das Spiel reden, weil du dann halt irgendwie schon was vorwegnimmst, was man eigentlich nicht tun sollte. Und das wäre es jetzt so, muss ich dazu sagen. Stanley Parable, die Interpretation habe ich jetzt ehrlich gesagt fast wieder vergessen gehabt oder was so dahinter steckt, obwohl das sicherlich sehr, sehr experimentell war und sicherlich viel über das Medium Videospiel verrät, aber alles, was mir halt einfach im Kopf geblieben ist, so im Nachhinein ist, dass es eines der witzigsten Spiele oder generell das witzigste Spiel seit Portal 2 für mich war. Also ich habe selten wirklich vor dem PC gesessen und laut gelacht. Und halt dieser Erzähler, die Erzählerstimme, die dich durch Gone Home begleitet, ist wirklich fantastisch und super lustig. Es gibt so viele... Durch Stanley Parable. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, Mirko ist heute ein bisschen im Verwechslungsmodus. Was habe ich gesagt? Du hast Gone Home gesagt. Ja. Durch Blacklist führt. Mm. Und... And then Sam opened the door. And then he sneaked. He sneaked again. And then, Sam, so much sneaking. Do you like this, huh? Sneaking is great, isn't it? Wow, that's art, Sam. Yeah. Why I want to go all the way? You can sneak it. It's so much better. Please do what okay, I say. Okay, come on, come just on. Sneak on your if knees, you want to sneak. I'm gonna leave sneaking. You here sneaking all day. Yeah, and well, was just if you love joke. It, then do it. If you don't want to shoot these people, then just go on sneaking. It's fun. Come on, huh, Sam? Oh Gott, ich glaube, das Spiel wäre besser, wenn es... Mit einer Erzählerstimme, ja. Mit der Erzählerstimme von Stanley Parable. Ja. Dark Souls, der Stanley Parable-Stimme. Den erstmal... And then you died again. It's pretty hard, huh? Oh, you're dying. I'm sorry, Sam. Well, what do you think? Let's start at this point. No, that's much that's too easy. Easy. That's yeah. Easy. Let's take warum this. Nicht direkt einfach The Walking Dead? Oh, do you like that, Clementine? Is dead now? Oh, we can do it again. And again. Well, oh, look, oh, she's dead again. Oh. I'm sorry, Stanley. Well, that's pretty sad, isn't it? Okay, also, aber ihr merkt, in welche Richtung der Humor so geht. Ich find's total fantastisch und besonders die Minecraft-Portal-Stelle hat mich zum Weinen vor Lachen gebracht. This is dies- much too open-ended. Yeah. Well, you know, you see this house, Stanley? This art. But do you know what this house would improve? Diamonds. A house made of diamonds, Stanley. Time to go mining. Yeah. Wow, I don't know what this game is, but I love it. Do you like it with the baby? The point of this game is just to don't let the baby die. Press for 4 hours. But its true meaning reveals first after 4 hours. Und es stimmt sogar wirklich. Es stimmt wirklich. Passiert was. Es zwar, gibt ein Ende. Ja. Also wirklich, es ist mega lustig und ich kann es jedem Videospiel-Fan, der auch Portal ein bisschen lustig fand, stimmt. Auf jeden Fall... Jetzt, wo ich so wieder dran denke, der Humor. Stanley was so bad at going after orders, it was just surprising that he wasn't fired years ago. Ja, richtig. Das fand ich so großartig. Ja, ich finde aber auch die Adventure-Line richtig cool, die dich durch das Spiel leitet. Da muss ich auch nochmal richtig lachen mit der Adventure-Music zur Adventure-Line. Was wollte ich sagen? Genau, kann ich auf jeden Fall nur jedem ans Herzen legen, der auch Portal 2 ein ganz klein bisschen lustig findet. Aber ich muss auch sagen, für die anderthalb Stunden ist es reichlich teuer. Vielleicht solltet ihr warten, bis es reduziert ist. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Das habe ich ja zum Beispiel gemacht. Ich habe es mir dann für knapp 7 € oder so geholt, was auf jeden Fall ein ganz guter Preis ist dafür. Ja, Batman Arkham Origins. Okay. Och.
Das ist doof, denn ich habe das nicht gespielt, aber Mirko. Okay. Darüber haben wir auch einen Podcast, also zu viel sollten wir vielleicht gar nicht vorwegnehmen. Mhm. Deswegen im Podcast sagen wir eigentlich schon das Wichtigste. Also it's bad. It's bad. Es geht um eine Fledermaus in einem Menschenkostüm. Die Fledermaus. Warte mal. Hier. Ich werde die Fledermaus verprügeln. Die Fledermaus wird verprügelt. Man bag. Die Fledermaus wird verprügelt. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Tut mir leid, nee. Das also fasst eigentlich das ganze Spiel. Hab's perfekt zweimal zusammen gespielt und das ist auch nett. Es funktioniert von sich aus, es funktioniert am reibungslosesten. Es funktioniert am besten, so vom Gameplay her, weil es alles schön rund ist. Aber es fehlt so an Aha-Momenten, so an, und du sagst, oh, richtig, richtig cool. Wenn ich jetzt zurückdenke, so richtig Magic Moments fallen mir nicht ein. Da würden mir viel mehr aus Batman Arkham City einfallen. Und ich hoffe, sollten sie nochmal einen Teil machen, dass Rocksteady den wieder machen darf. Weil die können das, glaube ich, wieder auf ein ganz gutes Niveau heben. Aber vielleicht braucht die Serie jetzt auch erstmal noch so ein bisschen Pause. Auch das würde ich gerne Assassin's Creed sagen. Aber schauen wir mal. Ne? Also Assassin's Creed gut braucht definitiv einen Turn in dem stilistischen Bereich. Also irgendwas muss sich ändern, weil sonst rutscht es so ein bisschen in die Call of Duty-Sparte rein. So nach dem Motto, mach die Texturen neu und bring dasselbe Spiel raus. Leute, es muss sich was ändern. Ja. Aber sie wollen jetzt 2 Jahre Pause machen, was ja ganz... Ja. 2 Jahre Pause wollen sie machen? Mirko, du fandst den ersten Teil gut, halt die Fresse. Okay, tut mir leid. Na, egal. 2 Jahre? 3 Jahre? Nee, 1 Jahr. Also ein Jahr. Oh. Du hast erst Watch Dogs und dann hast du wieder Assassin's Creed. Also immer ein bisschen mit Watch Dogs. Asiatisches Setting. Oder Französische Revolution. Genau, oder Französische Revolution, so Les Miserables-Style. Das finde ich aber auch super cool. Le Miserable. Wie naheliegend ist denn was mit der chinesischen oder japanischen Dynastie mit Samurais und so, das wäre doch echt cool. So mit einer Ninja-Ausbildung. Also, ich weiß es nicht. Das fände ich cool. Cool. Nee, cool. Da finde ich Piraten aber naheliegender. Ja, so Piraten als Stealth-Spiel. Naheliegender. Ja, stimmt. Ja. Assassin's Creed im Western, im Wilden Westen. Wann kommt das endlich? Obwohl, das wäre wirklich gar nicht so schlecht mit Indian. Gab's schon. Ja, gab's schon. Stimmt. Und darüber hinaus... Weißt du, einmal sagen die Leute, dass die Bootsschlachten cool fanden in Assassin's Creed und dann denken die sich in der PR, cool, lass uns ein ganzes Spiel über Bootsschlachten machen. Warum? Das verstehe ich nicht. Nee, das ist der erste Assassin's Creed-Teil, den ich mir nicht gekauft habe. Und ich werde es, glaube ich, auch maximal, wenn ich es mal für 5 Euro irgendwo kriege, aber sonst, nee, hat mich so überhaupt gar nicht gereizt. Ich habe mir 3 schon gefüllt, irgendwie. Ne, 3 habe ich noch gespielt, fand es gar nicht so schlecht. War ganz okay, aber jetzt Black Flag, Irgendwann müssen sie auch mal merken, dass sie ein bisschen zu viel machen, ganz ehrlich. Einfach weil Revelations auch so enttäuschend war, also für mich. Ja, das stimmt auch. Also Revelations habe ich dann auch kurz vor knapp dann durchgespielt, bevor Assassin's Creed 3 kam, weil ich es bis dahin einfach nie durchgespielt hatte. Mhm. Aber egal. Whatever. Ich finde es ja auch total interessant, beziehungsweise das wusste ich überhaupt nicht, dass es um Abstergo Industries geht, die jetzt Videospiele entwickeln mit Ubisoft zusammen und dafür irgendwie den Animus benutzen und das dann irgendwie jetzt mit den Piraten in Verbindung gebracht wurde. Also was? Das ist quasi, es geht ja nicht mehr um Desmond und so. Es geht jetzt um Videospieleentwickler. Ich finde es wirklich gar nicht so schlecht, dass man sich endlich mal losgelöst hat von diesem ganzen Götterkack und diesen blöden... Ah, das hat auch richtig genervt. Ja, echt mal. Also, Leute, erspart uns diesen Scheiß und lasst uns endlich den Teil, den wir wirklich cool finden, nämlich diese historischen Sequenzen spielen. Weil, wisst ihr, das ist auch das, was ich meine. Assassin's Creed hätte diesen ganzen Animus-Mist eigentlich gar nicht gebraucht. Das hätte ein Spiel sein können, was einfach komplett in der Zeit spielt.
Ja, das also, hätte auch super geklappt. Einfach total, dass man intern einfach nur in der historischen Zeit ist, dann hätte man sich viel mehr auf das noch konzentrieren sollen, anstatt auf diese Sequenzen, wo man durch ein verrottetes Gebäude im antiken, in der antiken Heimatstadt von Ezio rennt und sich einen blöden Dialog von Desmond und dieser Blonden da anhört. Also, pff. Oh, hey, du hast das Schwert von Mario gefunden. Geil. Im Jahr 2012. Es lag in einem Rosenbeet. Ja, toll. Ja, wow. Ihr kennt das ja. Was da auf der Straße liegt, ein antiker Plattenpanzer von Ezio. Mann, den hat keiner vorher aufgehoben. Also, komisch, was ist da bloß passiert? Ja. Ja. Das also, fand ich noch so bezeichnend, aber naja. Brotherhood Whatever. War cool. Das hat Spaß gemacht. Whatever. Der zweite ist immer noch der beste, aber wir reden schon so lange über ein Spiel, das es gar nicht verdient hat, dass man so lange darüber redet im Augenblick. Und es hat keiner gespielt noch dazu, so ja, genau. Soll man dazu sagen. Also ja. Aquaman Origins. Genau, kann man auch nicht viel zu. Ja. Mirko wollte noch über Enslaved reden. Mhm. Achso, ja, ist eigentlich gar nicht so richtig fair, dass ich im Jahresrückblick 2013 drüber rede, weil es ja eigentlich schon 2000 Jahre alt ist. 2000 Jahre alt ist, ja. Raus. Outlast. Ja. Nee, es wurde knapp nach der Bibel released. Nee, ich möchte trotzdem noch was. Okay, dann rein. Nee, dann rein. Okay, ganz, ja, alles klar. So, ganz schnell zu Enslaved. Ja, raus damit. Raus. Einfach raus. Komm, dafür raus. Okay, nee, bei Enslaved tun wir es wieder rein. Raus. Leute, ja, der auch jetzt. Bei Enslaved geht es halt darum, dass in einer dystopischen Zukunft Maschinen durch die Ruinen der Welt stampfen und ein Sklave namens Monkey und eine Frau namens Trip. Was? Eine Frau? Nein. Eine Frau in der Zukunft? Nein. Ja, es macht keinen Sinn mehr, Leute. Alles klar. Raus. Ja, dann raus. Dafür raus. Gut. Also dafür raus. Auf jeden Fall wird der Monkey von Andy Serkis, a.k.a. Gollum, gemotion-captured und gesprochen. Und es gibt auch später noch wirklich richtig geschauspielert gefilmte Sequenzen mit Andy Serkis. Und das ist vielleicht ganz interessant für alle, die Herr der Ringe, Gollum mögen und so weiter und so fort. Die Grafik sieht auf dem PC richtig gut aus und das Art-Design auch fantastisch. Das Ende, daraus bin ich nicht so richtig schlau geworden, aber im Endeffekt ist es wieder so ein richtig schönes Road-Game. Das heißt, du erlebst wirklich so die Reise vom absoluten Osten bis in den absoluten Westen der USA mit, beziehungsweise dem zerstörten USA, und es ist richtig schön anzugucken. Und es ist einfach so ein Wohlfühlspiel mit leichtem Gameplay und Schienenkletterpassagen, das toll gemotion captured ist. Ja, und es ist auch billig, deswegen kann ich es eigentlich nicht empfehlen. Jo. Dann Outlast, würde ich mal sagen, ne? Outlast und Amnesia kann ich eigentlich in einem weg rezensieren. Scary Shit, Leute. Dafür raus. Wo waren wir? Okay, dann rein. Ja, dann rein damit. Also ich hab mir so ein paar Spielszenen angeguckt und allein davon, also mit der Finger abschneiden. Also es war schon eklig. Das ist schon eklig. Ich hab die, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen von Oculus Rift? Mhm, von Game One. Ja. Sehr, sehr fies. Ja. Von Game One, ja. Das hat mir aber sehr gut gefallen. Ich fand's super, dass sie eine Zeit lang viel mit Oculus gemacht haben. Das sollten sie wirklich mal wieder packen. Nee, zu Outlast, ich würde so gern spielen, aber es ist genauso wie mit Amnesia, weil ich habe es mir bis jetzt immer noch nicht gekauft, weil ich glaube, dann würde ich es doch nicht durchspielen und dann würde ich mich ärgern, weil ich dann doch, glaube ich, zu viel Schiss hätte. Mhm. Weil ich würde schon richtig spielen. Ich bin dann nicht einer, der, nee, dann spiele ich es halt mit Licht an, sondern ganz oder gar nicht. Mann oder Maus, aber nicht, nicht so ein bisschen rumgepimmel. Das hast du schön gesagt, ja. Ja, nee, aber dann kann ich dir tatsächlich Outlast wirklich nicht empfehlen, denn es ist doppelt so hart, also wirklich vom Gruselfaktor doppelt so hart wie Amnesia, The Dark Descent, und es ist fünfmal so hart wie Machine for Pigs. Also Outlast ist echt, ich benutze das Wort jetzt wirklich bedacht, es ist wirklich unaushaltbar gruselig. Ich habe das Spiel 10 Minuten gespielt und das Spiel geht ja auch relativ von Anfang an zur Sache. Das ist ja nicht so dezent. Leider, muss ich sagen, so wollte ich es formulieren. Und ich hatte nach 10 Minuten absolut keine Lust weiterzuspielen, weil ich es zu scary fand. Ich habe es dann wirklich minimiert und auch 2 Stunden lang nicht gespielt und habe dann angefangen, mir PewDiePie-LPs anzuschauen, um schon für die kommenden
ja, Schockmomente gefeit zu sein. Hat dann aber auch nicht lange geholfen, weil es ganz, ganz viele Areale gibt, in denen die nicht geskriptet sind, die Schockmomente, sondern es wirklich darauf ankommt, an welcher Stelle des Labyrinths du dem Monster begegnest. Und echt jede einzelne Szene, in der gesprochen wird oder in der es mal irgendwie Licht gibt oder in der du keine Gegner, dich mit keinen Gegnern konfrontierst, siehst, ist so ein Aufatmen für dich. Also das Spiel, das stresst dich so extrem. Es gibt eine einstündige Sequenz, in der du verfolgt wirst von diesem fiesen Doktor, der dir die Finger abschneidet und immer mit seiner Schere um die Ecke kommt und da so in die Luft schnippt. Das ist so der extreme Stress für dich, das zu spielen. Ich glaube, ich habe noch nie hat mich etwas so aufgewühlt in einem Spiel. Und das Schlimmste ist, finde ich, an Outlast, dass du dich richtig ins Spiel hineinversetzt fühlst. Auch so durch die Art und Weise, wie du Türen öffnest und dass du deine Hände halt siehst und das mit dem Camcorder und so. Halt auch durch die Parkour-Elemente und dass du, wenn du an die runterschaust, halt auch die Füße siehst und sowas, du fühlst dich richtig drin und es ist richtig schlimm. Ich finde es scary as hell und ich will es eigentlich nicht nochmal spielen, aber es ist extrem gut gemacht. So, bis zu 3/4. Und dann im vierten Viertel passiert etwas, da ist mir die Kinnlade negativ runtergefallen. Also ihr wisst ja ungefähr so, wo stilistisch Outlast so hingeht. Es sind so Psychopathen in der Anstalt, von denen du angegriffen wirst. Und dann zum Schluss kommt ein leuchtendes, fliegendes Skelett in Geisterform durch die Tür geflogen und sagt, huah, und fliegt durch dich durch und ist weg. Und ich, Alter, was war das denn gerade? Man kann doch nicht in einem so bodenständigen Horrorspiel, das so gut gemacht war und so schmutzig und so dreckig und so blutig, so kurz am Schluss so ein scheiß fliegendes Skelett etablieren, das auch gar keinen Sinn macht im Nachhinein. Und das allerletzte Ende ist dann nochmal richtig heftiger Trash à la Cabin in the Woods. Und dann fand ich es fast wieder okay, weil das wieder so, ich fand das Ende war so schlecht, dass ich schon wieder okay fand, weil ich dachte, okay, das ist cool, weil es wieder trashig ist. Aber storytechnisch totale Enttäuschung, Outlast, und stilistisch zum Schluss auch. Trotzdem super gruseliges Teil. Und Amnesia ist das komplette Gegenteil, ist als Spiel nicht besonders gruselig. Ich glaube, man trifft 3 oder 4 Mal nur auf die Gegner. Dafür ist die Story aber wirklich verdammt gruselig oder verdammt verstörend. Es ist so eine Mischung aus Sweeney Todd und Frankenstein. Also es geht um Kannibalismus. Und es geht um Menschen, die andere Menschen erschaffen. Und es ist so wirklich ganz, ganz, ganz disturbende Story-Elemente, über die ich jetzt nicht zu viel verraten will. Aber ich würde mal sagen, jeder, der dir Esther so mochte vom Gameplay her, oder jeder, der... Also du. Ja, also ich, also mir wird's gefallen, Leute. Das kann ich so sagen. Nee, wirklich, okay, cool. Storytechnisch total zu empfehlen, Machine for Pigs. Und es ist super billig geworden. Aber wer sich richtig hardcore gruseln will, ist, glaube ich, besser aufgehoben, wenn er Outlast spielt. Aber der darf keinen Anspruch haben, eine tolle Story zu erleben. Ergänzt sich also quasi perfekt. Dieses Halloween habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Ich hatte ein schlechtes Storyspiel, das gruselig war, und ein ungruseliges, gutes Storyspiel. Ja! Sehr schön. Leute, ich brauche was zu trinken. Das war... Dann solltest du dir das holen. Yeah. Wir brauchen das Günther Jauch-Glas. Ja. Das ist übrigens, haben wir aber leider nicht. Das ist übrigens wirklich ein Symbol geworden, dass, wenn man einen Schluck Wasser aus einem Glas nimmt, dass man entweder ahnungslos, ratlos oder total überfordert ist. Ich glaube, wir sind alle zusammen. Behaupte ich jetzt. Nee, ja. Outlast Amnesia, schön, haben wir das. Ja, schade, Paul ist jetzt nicht in The Confi. Für State of Decay, ne? Er hat aber auch noch nichts geschrieben. Die Kartoffeln bedürfen scheinbar einer längeren Aufmerksamkeit seinerseits. Gut. Wir hätten im November eigentlich noch State of Decay gehabt. Eigentlich können wir den Podcast gerade abbrechen, wenn Paul nicht mehr innerhalb der nächsten 2 Sekunden kommt. Alter, Paul, das ist echt ärgerlich, weil jetzt keine Spiele mehr kommen, die jemand von uns gespielt hat, ne? Gut. State of Decay können wir vielleicht noch ganz kurz, alle, was da wisst ihr alle nicht, was das ist. Doch, dieses Zombie-Ding, ne? Genau. Genauso wie Walking Dead Season 2.
Nee, das sieht ganz interessant aus, wie so ein DayZ, nur für einen Singleplayer. Und wenn es mal ein bisschen billiger ist, werde ich es mir, glaube ich, auch holen. Also das sieht nach einem ganz interessanten Projekt auf jeden Fall aus, würde ich mal so behaupten. Das ist doch jetzt so, dass das irgendwie von Microsoft jetzt irgendwie nochmal neu entwickelt wird oder gefördert oder irgendwie so ein Kram. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, das weiß ich leider nicht. Ja, ich habe es heute bei 4Players gelesen, Leute. Ach so, ja, okay. Hm. Dann muss es stimmen. Ja, ey, so lache ich gar nicht. Oh. Leute, hört auf! Das war jetzt Peter von Family Guy. Ja, ja, sehr gut. Und Walking Dead Season 2 haben wir auch... Haben wir leider nicht gespielt. Oder müssen wir leider sagen, ich warte ja darauf, dass es einmal komplett erscheint. Genau. Und dann genauso werde ich auch machen. Ja, genau. Das habe ich beim ersten schon so gemacht und das will ich jetzt beim zweiten genauso beibehalten. Aber irgendwie hemme ich mich auch so, das jetzt anzufangen, das zu spielen, weil ich irgendwie, es ist komplett irrational, glaube ich, aber weil ich voll die Angst habe, dass es mir das Spielerlebnis von Walking Dead Season 1 irgendwie mies macht, weil wenn jetzt irgendein blöder Scheiß mit Clementine passiert, also, dass sie stirbt, fände ich nicht mal blöd, aber wenn jetzt irgendwie sie jetzt in die Pubertät kommt und anfängt rumzuzicken, sowas will ich jetzt einfach nicht sehen. Ich will jetzt kein Coming of Age, wie Clementine sich verliebt in einen Jungen oder sowas. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich fand das Ende von Season 1 so gut und fand eigentlich, dass das so als Ende auch schön dastand, dass ich nicht mehr hätte sehen müssen. Deswegen habe ich irgendwie Angst, das jetzt zu spielen und dass mir das dann irgendwie so ein bisschen das vermiest, was ich mir für Clementines Zukunft vorgestellt hatte, als ich, als ihr Erziehungsberechtigter, sie in die Welt von Walking Dead entlassen habe, damals mit Season 1. Und deshalb werde ich jetzt wirklich warten, bis Season 2 komplett raus ist und dann schauen, was die Kritiken sagen, beziehungsweise Paul. Dann werde ich es kaufen und einmal durchzocken. Ja, so ähnlich ist mein Plan dann auch. Das ist auch so meine Idee. Nicht wegen den Story-Bedenken. Das wird sich dann einfach zeigen. Ich versuche mich auch nicht spoilern zu lassen. Nur jetzt würde mir die Zeit fehlen. Und da warte ich doch lieber das gesamte Spielerlebnis auf einmal ab. Ich glaube, das wird mir persönlich mehr Spaß machen. Glaube ich. Also das hat mir schon gut gefallen beim... Leon, was postest du da in die Konf? Was soll das? Ja, keine Ahnung. Facebook changed my mind. Oh mein Gott. Oh Mann. Ja. Hallo Paul. Hi Paul. Hallo. Machen wir weiter. Schnell. Ja, Paul ist wieder da. State of Decay. Nice. Ja, jetzt alle ernst wieder. Ich bin verwirrt. Egal, ich fange jetzt einfach an zu reden. Post es auch noch mal gerne für dich, Paul. Ja. Kein Problem. Bitte, es ist wichtig für den Podcast, da wir auch visuellen Podcast machen. Ja. Geht das in Ordnung? Das sieht so nach Virus aus. Ist kein Virus. Ah, ja. Oh, interessant. Paul, hast du keine Emotionen? Oh Mann, Leute. Paul ist gefühlstot. Er kann nicht lachen. Okay. Also, State of the Game. Okay, gut, da ist es. Schnell. Ja, dann rein. State of Decay ist quasi DayZ im Singleplayer, nur nicht ganz so schwer zu steuern. Kam erst auf Konsolen raus, dann auf PC. Technisch, also rein von der Grafik, miserabel vom Gameplay her, aber sehr cool. Ja, dann raus. Ich hoffe, dass Bitte? Ja, dann raus. Unterbrech mich nicht. Entschuldigung. Ja, dann raus. Ach, halt die Fresse. Also ich hoffe einfach... Also dafür raus. Ja, also dafür raus jetzt. Okay, dann rein, okay. Rein damit. Ich hoffe einfach, dass davon irgendwann nochmal so eine Art Update oder zweiter Teil kommt und der sollte dann besser werden. Ist aber ein sehr, sehr cooles Spiel, was ich allen Zombie-Fans ans Herz legen kann. Okay. Dann raus. Dann raus damit. Raus aus der Liste. So, weiter. Ja, okay. Paul, jetzt schnell noch ein paar Worte zu Season 2, Episode 1. Ohne Spoiler. Ohne Spoiler, okay, dann ganz schnell. Der Abspannsong ist der absolute Hammer. Nach ungefähr 2 Minuten, glaube ich, hing mir die Kinnlade schon wieder auf dem Boden. Und ich bin ein großer Mensch. Ja, wenn dann 1,58, puh.
Es gab... Bitch, ich bin 1,88 groß. Leute, ich bin 2,50. Nee, aber Walking Dead Season 2, also ich hatte wie alle anderen auch die Befürchtung, dass es absoluter Dreck werden könnte und total schlecht. Ich kann alle beruhigen, es ist super, es ist großartig, es ist eine würdige Fortsetzung und ich fiebere jetzt schon den Episoden 2, 3, 4 und 5 entgegen. Ja, das beruhigt mich tatsächlich. Wollen wir das mal dann als Abschluss so hinnehmen? Oder wollen wir dann noch mal kurz zusammenfassen, was wir vom Spielejahr 2013 so halten? Ja, wir können noch mal die Hashtags zusammenfassen. Es fing an bei Sperma, oder? Ich hab's Sperma nicht und Schwanz, ja, genau. Ja, Sperma, Blut. Stange im Rücken. Schneiden. Hashtag schneiden. Hashtag Vergewaltigung. Hashtag elfjähriger Junge. Toll. Schön. Hashtag Feuer. So, oh, Leute. Mann. Ich würde sagen, dass dieses Hashtag Spiel. Hashtag EDR 5, damit wir immer ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Gut. Ich würde sagen, dass dieses Spielejahr viel, viel besser war als das letzte Spielejahr. Ich nämlich alles vergessen habe inzwischen, was letztes Jahr passiert ist. Ausnahmslos ist mir nichts in Erinnerung geblieben und da war dieses Jahr mit Bioshock Infinite, Tomb Raider, Gone Home und Outlast und Amnesia schon eindeutig stärker, fand ich zumindest. Und ich würde es auch stärker als das Filmejahr 2013 einschätzen. Ich weiß, ich habe beim Filmejahr schon 54,6% gegeben. Das ist knapp am 4 Players Award vorbeigeschrappt. Das ist knapp an The Crazy Nico LP. Vorbeigeschrappt an den The Crazy Nico LP. Kann ich nur sagen, schade, Leute. Tut mir leid. Dieses Prädikat dürft ihr nicht auf eurer DVD-Rückseite drucken. aber für das Spielejahr hat meinen Segen. Ich habe so das Gefühl, dass alle Mitarbeiter von sämtlichen Spielefirmen, die unsere Spiele produziert haben, dass der jetzt Manager der Manager von denen sagt jetzt, okay, alle aufs Dach, wir werden jetzt systematisch runterspringen. Es hat keinen Sinn mehr. Und also, oh Mann, ey. Oder andersherum. Was soll ich meiner Frau sagen? Ich kann ihr nicht mehr ins Auge schauen. Ins Auge vor allem. Ja, meine Frau. Das eine, das sie noch hat. Ja, die Frau hat eine Augenklappe. Das ist halt so. Hat einer von euch den Film End of Watch gesehen? Nee. Schade, da hätte ich sonst was Schönes zu ein Auge. Ja, Paul wollte ihn sehen, Leute. Ihr wisst, was ich das bedeutet. Ich hab ihn gesehen. Schaut ihn euch an. Gutes Prädikat. Gut. Leute, es ist fast ein bisschen so, als würde ich euch kennen, also euch, die Zuhörer, denn wir haben inzwischen 7 Stunden allein mit Jahresrückblicken miteinander verbracht und wir haben schon inzwischen eine Art, also ihr natürlich auch, wirklich intensive Bindung zu euch irgendwie geschlagen. Es fühlt sich voll intim an und auch irgendwie... Sind wir für den nächsten Schritt bereit? Ich glaube, wir sind für den nächsten Schritt bereit. Nächstes Mal podcasten wir nackt. Ihr werdet es nicht bemerken, aber... Aber Paul lacht, weil es jetzt schon so ist. Paul ist nämlich schon nackt. Paul ist schon nackt. Plot Twist. What a twist. So, und... Ach, null. Dann ist Nico, es auch auf, auf dieser großen What the Nerd Leder Couch im Headquarter. Nehmt doch bitte mal die Füße aus meiner Tasse Milch jetzt. Das ist doch wirklich nicht schön. Und wenn Paul sich gleich wieder von der Couch erhebt. Mit seinen 1,88. Ja. Dann wird ein sehr lautes, schmatzendes Geräusch hören. Oh Gott. Oh, Leon, kannst du bitte aufhören, so stark zu schwitzen? Das ist echt nicht... Das geht auch alles ins Leder rein. Ja, hallo, ich habe die Couch gekauft. Also, ich habe das alles hier gekauft. Das gesamte Headquarter. Warte mal, ich muss jetzt den Satz von einem alten Jurassic Park... Das fliegt über Deutschland her, wie bei Splinter Cell Blacklist. Ich habe keine Kosten gescheut. Das ist das beste Headquarter jemals. Aber Leute, die Lavalampe war von mir. Ja. Ich möchte nicht, dass wir das umschlagen. Ja, gut. Leute, das What a Nerd Headquarter fliegt weiterhin über Deutschland und beglückt euch mit Podcasts. Es regnet Podcasts auf die deutsche Bevölkerung hinab, ey. Toll. Und niemand kriegt es mit. Wir sind wie Columbia, toll.
Oh, this podcast. Ich habe das Gefühl, das nächste Mal wird es ein Drunk-Cast. Ey, das sollten wir wirklich mal machen. Wir haben schon gemerkt, wie witzig Mirko ist, wenn er ein bisschen Alkohol getrunken hat. Oh Gott. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Oh Gott. Well, I think, what a great podcast, is it? It's a great podcast. Well, I think maybe we should make it 1 hour longer, probably. Well, I think the longer the podcast is, maybe the merrier it is. What do you think, Stanley? It's great listening to these young, enthusiastic boys in their flying headquarters, is it? Stanley, we're gonna make a podcast, and you are going to tell me when we are going to stop it, okay? So let's begin. Oh, you can't even talk, Stanley, can't you? Well... Come on, go ahead. Huh? Stanley. Well, that's pretty boring. The great headquarter of What the Nerd fell down on Stanley, and he died. And he died. That's a joke. He's still alive, but... But in a different way. Oh, God. I'm not even sure what to think about all the shit that happens right now. Oh, my God. Okay, wenn ich oh my God. Das Spielejahr 2013 zusammenfassen müsste, würde ich sagen, nicht so gut wie 2012, wenn ich mir überlege, was ich 2012 alles gespielt habe mit Far Cry 3, ziemlich cool, naja. Dishonored ist ganz nett und so weiter. Okay, Bioshock Infinite ragt jetzt 2013 ganz gut raus, aber The Walking Dead Season 1, The Walking Dead Season 1 war auch 2012 und mir fehlte so ein bisschen... In dieses Jahr, ach, weiß nicht. Also ich habe dieses Jahr noch weniger gespielt, noch weniger Aktuelles. Batman hat mich ein bisschen enttäuscht. Hier würde ich wesentlich mehr sagen, sehr, sehr durchschnittlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Jahr, vielleicht mit ein bisschen mehr Geld in den Taschen. Und auf was ich mich sehr, sehr freue, ist auf jeden Fall das Ende 2014, wenn nicht sogar auf das Spielejahr 2015 mit der Oculus Rift. Ja, Dito, darauf freue ich mich auch. Liebes Spielejahr 2013, leider habt ihr nicht Kevins Segen und seid knapp am Big Zwerg 93 Gold Award vorbeigeschraubt. Ja, ja. Tut mir leid. Was ich dazu sagen muss, das Spielejahr 2013 hat für mich keinen Unterschied gemacht zu dem Spielejahr 2012, da ich... in beiden nur Diablo 3 in gespielt beiden habe. Nur Diablo 3, exakt. Und... League of Legends Lol. Und Dark Souls. Und Horn. Horn nicht, Nee, das aber ist ja scheiße. Horn ist kacke, aber ja. Nichts gegen ihn. Leute, also, du kannst in der MOBA-Community CSGO. Was? CSGO? Da kannst du entweder eins gut finden oder alle CSGO. Scheiße. Was anderes geht nicht. Also, Counter-Strike MOBA. Gute Idee. Counter-Strike Mobile. Außer natürlich GTA 5. Außer ja, es stimmt. Okay. Dafür, dass wir das halt alle auf dem PC irgendwie nicht gespielt haben, haben wir eigentlich, glaube ich, den Blockbuster des Jahres eigentlich verpasst. Mhm. Neben Bioshock Infinite haben wir. Aber sonst ragt eigentlich nichts, was so wirklich das Spiel der, auf jeden Fall, was die großen Spiele angeht, finde ich, fehlt es einfach so an wirklich großen Momenten. Alles Fortsetzungen, Remakes, Reboots, so richtig individuelle, schöne Spiele wie Stanley Parable, wie Sir, You're Being Hunted und alles in die Richtung. Das findest du einfach viel mehr im Indie-Sektor. Das ist fast so wie das Kinojahr 2015. Alles Fortsetzungen, ja. Alles Fortsetzungen, Reboots und Remakes. Paul, dein Eindruck vom Spielejahr 2011? Ich finde auch, dass es relativ gleich auf mit 2012, ja. Okay. 2011 war ziemlich geil, weil da To the Moon und DS da rausgekommen sind. Aber jetzt mal zu 2014. Nein, 2013 fand ich als Spieler eigentlich genauso gut wie 2012. Schließe ich mich Leon an. Rein von den Titeln, die rausgekommen sind. Von den Titeln, die ich gespielt habe, war es aber deutlich besser. Aber darüber haben wir heute ja nicht geredet. Leider. Dann haben wir ja sogar drei unterschiedliche Meinungen. Das ist ja auch mal... komisch. Ja.
Also für mich persönlich, denke ich eigentlich, es hätte der allergrößte Müll dieses Jahr rauskommen können. Und Bioshock Infinite hätte mich irgendwie dafür entschädigt. Also irgendwie, Bioshock Infinite ist echt das, was es für mich so rausreißt. Und wenn das dieses Jahr nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich ähnlich wie beim Filmjahr jetzt gesagt, ja, so komplette... Das halt einfach mal nicht. Ja, da hätte es halt nur den The Crazy Mirko LP Durchschnitts-Award bekommen. Aber Bioshock Infinite hat es für mich irgendwie wieder, wieder rausgerissen. Ja, keine Ahnung. Also, wenn ich irgendetwas empfehlen müsste aus diesem Jahr, wäre das auf jeden Fall Bioshock. Und ich bin sicher, da ist Kevin meiner Meinung und Leon und Paul schließen sich da auch an, schreiben sie gerade. Bioshock? Ja. Ah, okay, ja. Bioshock war ganz okay. Ja. Ich habe Bioshock nicht gespielt, keinen einzigen Teil. Boah. Und ich denke, dadurch bin ich jetzt auch aus diesem Podcast-Team raus und werde nie wieder. Ja, also dafür raus. Dass das Headquarter Pranken hat, wo man runterspringen kann. Ihr müsst euch dieses Headquarter einfach so vorstellen wie diesen Flugzeugträger aus The Avengers. Ja, nur halt für vier Personen. Ja. Und wir haben einen Kamin. Also. Yeah. Nee, wir haben drei. Wir haben insgesamt drei. Stimmt. Wir haben vier. Vier. Für jeden. Und unser Bart ist verchromt. Also stellt euch das einfach mal. Dein Bart ist verchromt. Und Leons Bart ist verchromt. Und ich sitze hier angeblich nackt rum, auch wenn ich davon noch nichts mitbekommen habe. Ja, das ist ja der Witz. Das liegt an deinen Medikamenten. Das ist wie so eine Alien-Entführung. Paul, bist du nackt. Paul, unter deinen Klamotten bist du ja nackt, also sitzt du quasi. Gott, Plot-Twist. Paul, zieh es mal aus. Und was ist da drunter? Nichts. Do you see, Stanley? Leute, it's nothing beyond your clothes. I'm sorry, but funny, right? You're naked, fellow. Oh, Stanley, you're naked. Did you figure that out yet? That's awkward, Stanley. Well, get out of the podcast right now. Leute, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Yep. In einer Viertelstunde werden wir uns verabschieden. Ich wollte dich eigentlich gerade schon mit einem schönen Shut up, you can't anlaufen. You can't? Huh? You can't. Kant kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet bester Freund. Und damit verabschieden wir uns, also beziehungsweise ich mich von euch. Ich war gerührt, aber auch Mirko. Ja, war gar nicht so lustig, Leute. Ja, eigentlich nicht. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit, während ihr gelacht habt, gedacht, ja. Ich glaube, wir sind einfach nur alle mega fertig. Leute, schon wieder so ein 1000-Stunden-Podcast. Und manchmal. Leute, ich freue mich schon drauf, diesen Podcast zu schneiden. Zu schneiden. Schneiden. Schnitt, das ist bestimmt ein schneidendes Erlebnis. Ja, du also. Du kleine Sahneschnitte. Wir verabschieden uns aus dem What the Nerd Helikopter Headquarter. Ich war der Mirko. A.K.A. Captain America. Oh Gott. Oh, sorry. Alter. Damn. Kevin als Black Widow. Ja, was? Ja, okay. Ist okay. Kevin als Big Zwerg 93. Paul als Hawkeye und Leon als Iron Man. So. Ja. Nee, so beenden wir diesen Podcast nicht. Ciao. Okay. Ich war Paul, weil ich ja jetzt gleich von einer Planke springen muss. Ja. Das ist auch richtig so. Also raus. Dafür raus. Du musst nackt von einer Planke springen. Das ist dann ja auch am Ende eigentlich egal. Ja. Okay. Jetzt stell dir mal vor. Have you seen that you jumped into your death? Didn't you? And now imagine you're the guy who has to pick up a naked guy who jumped from a big spaceship. Der jetzt tot ist. And splashed down on Earth. Splatter choice. Well, Splatter Show. Komm da raus. Ja, sehr schön. Well, ja, Stanley, don't you want to say goodbye right now? Stanley, come on. Say come something. Come on, say. You can't speak. Oh, my God. Oh, you can't speak so well. Bye. Say Apple. Oh, okay. You just jumped. sorry. Okay. Kevin, schöne Anspielung auf Game of Thrones. Hab ich gefreut. Yeah. Dankeschön.
So. Alter, das war Super Mario Land. Ja, ich hab was Neues in die Conf gepostet. Das solltet ihr ja, euch sehen. Ja, ach, ist jetzt auch gut. Das wird hier ein bisschen. Ja, Leute, wir müssen jetzt endlich zu Ende bringen. Meine Damen und Herren, ich sag nochmal Tschüss. Ich bin immer noch der Kevin, aber ich bin auch. Ich bin Batman. Oh Gott. Bis dann. Aber er ist auch Batman. Tschüss.